Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker 25. November 2021 Daniela Büchner. Nach Horrornacht musste sie zur Polizei. Eigentlich wollte sich Daniela Büchner, 43, voll und ganz auf die Vorbereitungen für Tochter Yada Karabas 17. Geburtstag konzentrieren. Doch in ihrer Instagram-Story offenbart sie ihren Fans, dass das Verschwinden ihres Hundes Gina ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Normalerweise stünde die Hündin immer vor dem Tor des mallorquinischen Hauses, wenn sie draußen ist, doch nicht so am 23. November. Wir haben sie nicht gefunden, wir haben kaum geschlafen, berichtet der Reality-TV-Star. Am nächsten Morgen erreichte Dani ein Foto eines gefundenen Vierbeiners und tatsächlich es war Gina. Daraufhin habe sie zunächst zur Polizei gehen müssen, um an eine Bescheinigung zu gelangen. Bevor sie Gina abholen konnte. Die Erleichterung sei sehr groß gewesen, da sie ihre Hündin bereits seit 13 Jahren hat. Sie nicht auffinden zu können war für die 43-Jährige ein grausames Gefühl. Es war eine Horrornacht für uns, resümiert Dani. Doch nun ist die Familie wieder komplett, so dass sie ja das Geburtstag gebührend feiern konnte. Jelitz Kog stellt klar, zu oft darf Schemeblü die gemeinsame Tochter besuchen. Anfang Oktober sind Jelitz Kog, 28. Und Schemeblü Ochsenknecht, 29, zum ersten Mal Eltern geworden. Die Beziehung der beiden Promis ging bereits während der Schwangerschaft in die Brüche, öffentlicher Rosenkrieg inklusive. Doch wie Jelitz nun in einer Instagram-Fragerunde verrät, kann die frisch gebackene Mama trotz Trennung auf die Unterstützung ihres Ex-Freundes zählen. Auch auf die Frage, ob es feste Besuchszeiten für den Kindsvater gebe, hat die ehemalige Bach El Lorette-Teilnehmerin eine eindeutige Antwort: Es gibt keine festen Tage. Er kann kommen, wann er will und so lange bleiben, wie er will. Sieg. Scheint ganz so, als konnten die beiden ihren Streit zum Wohle der gemeinsamen Tochter endlich beilegen.